So. Neuer Versuch. Ich werde nicht locker lassen, bis ich da drüben das geschafft habe. Und ich fange drüben an. Weil auf die andere Seite wieder hochkommen, ist ja kein Problem. Ne? Von dem her werden wir das jetzt mal ganz lässig machen. Hä, beim Runterrutschen hat er Schaden gekriegt. Buh. Okay. Über die Decke, wie soll das denn klappen? Da werde ich doch hundertprozentig sofort zerbrechen. Das glaube ich jetzt einfach mal nicht. Gott sei Dank ist die Musik so geil, dass einen das alles nicht stört. Wenn man das auch mal nicht schafft. Ich muss den Stuhl irgendwie dazu bringen. Dass er jetzt ein bisschen nach vorne fällt. Au. Nach vorne fallen ist nicht so einfach. Wenn ich hier jetzt wieder zu grob bin, fällt er wieder hinter. Ich will nur auf den Stuhl oben drauf, aber ich glaube, das wird nicht klappen, oder? Doch, es klappt. Aber wie kann ich den jetzt... Ich muss den jetzt aber so fixieren, dass ich Grip auf der Stuhlkante habe und damit Schwung vorfallen kann. Ja, ja, ja! Ja! Ah, yes! So geht's natürlich auch. Jetzt back die Marmelade bitte nicht. Bam! Die Marmelade war beim letzten Mal auch hundertprozentig dann nicht... War nicht auf der Marmelade der Käse, oder? Ich weiß nicht mehr. Wir haben's. Wir haben's. So, und jetzt kann der Stuhl ruhig wieder in die andere Richtung fallen. Wäre eigentlich so ganz praktisch. Nein! So viel zum Thema. Ich darf jetzt den Rest des Runs keinen Scheiß bauen. Ich habe nur noch 38%. Dafür für den Rest des Runs keinen Scheiß mehr bauen. Und das ist problematisch, weil bei dem einen Ding werde ich wahrscheinlich wieder Schaden nehmen. Also ich mache es von der anderen Seite diesmal. Also da muss ich sehr viel Ruhe bewahren. Oh, der Käse ist aber arg ungünstig gelandet. In der Schüssel drin. Heftig unnötig. Geht das jetzt überhaupt? Komme ich da überhaupt an den Käse ran? Vorsichtig, du bist nur Knäckebrot. Aber wir kommen an das Käsestück dran. So. 38% nur noch, das ist nicht gut. Aber wir haben das letzte und schwerste Käsestück. Komm. Komm. Hammers. Hammers. So. Hearthstone ist jetzt spielbar. Vielen Dank für die Nachricht, Blizzard. Das interessiert mich aber gerade überhaupt nicht. So. Okay. So, schubsen wir mal die Kiste runter, dann haben wir hier Ruhe. Ja, man spielt nicht mit Essen, ich weiß. Ich bin ja auch ein Ferkel, steht ja auch im Titel, weil ich mit Brot spiele. Brot und Spiele! Stage Dive!
So. Aber es ist machbar. 38. Ich darf halt keinen einzigen Fehler machen. Keinen einzigen Fehler. Er hängt wieder. Muss mich jetzt echt ein bisschen konzentrieren, tut mir leid. Ich will es jetzt echt nicht verkacken, ich will den Scheiß endlich schaffen, ey. Käsesteck Nummer 3. Ja, aber dem, wo ich runterspringen muss, ich weiß, dass das ein Problem wird. Es ist halt zu wenig Energie da, das ist mir schon klar. Das Knäckebrot hat aber auch teilweise ein eigenes. Hier wird es schwierig, weil hier kann man nämlich auch ziemlich viel Scheiße bauen. Aber ich werde mich schon zusammenreißen. Ich werde das in aller Ruhe machen. Den kompletten Grip quasi ausnutzen. Aber nicht ganz zu lange warten. Wie weit ist es denn noch? Okay, direkt auf dem Teller gelandet, das ist gut. Ich schaff das, Leute, ich schaff das. Und diesmal quasi in Rekordzeit, ne? Diesmal quasi in Rekordzeit. Weil ich halt nicht so lange an dem Stuhl gebraucht habe. So. Das ist vorhin schon mal passiert und hat mich was gekostet. Muss nur noch einmal hier wieder hoch. Dann darf ich nicht vergessen, dass da jetzt hier dieses, dieser Abgrund ist. Nicht, dass ich da wieder Scheiße baue. Komm rüber, rüber. Okay. Leute, es sieht nicht schlecht aus. Es sieht nicht schlecht aus. Halt, 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 halt. So, ich werde jetzt hier auf Nummer sicher gehen. Komm, wir können das schaffen, Mann. Volle Konzentration. Okay. Normalerweise dürfte jetzt nichts passieren. Ich hab nämlich folgenden Plan. Ich habe nämlich jetzt Angst, dass wenn ich das jetzt... Ich muss darüber springen, ich muss es riskieren. Alles oder nichts. Ja! Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, wir haben den Käse, endlich! Ricotta Triada. Ja, egal, wir haben es geschafft, Mann. Found the cheese und jetzt next day. Komm, wir machen direkt next day. Auf geht's. Komm, find all the cheese. Das machen wir. Den Versuch gönnen wir uns noch. So, wir haben einmal Käse hier. Wir haben einmal Käse da drüben. Wir haben einmal Käse da drüben. Da unten und wo ist das letzte Stück? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, da, auf dem Fernseher ist noch eins. So, die Note ist mir natürlich scheißegal, meine lieben Freunde. Da interessiert mich überhaupt nicht. Ich will die Level nur schaffen. Wenn ich jetzt hier anfange, überall Note A zu kriegen, dann werde ich das Projekt auf 300 Parts ziehen. Das hatte ich jetzt nicht unbedingt vor.
Wie komme ich da zum günstigsten hin? So. Ja. Zu weit gerutscht. Das Runterrutschen ist schon gut, aber man kann auch zu viel rutschen, leider. Ja, ich weiß auch noch nicht, was jetzt hier am cleversten ist. Wie man am günstigsten jetzt versucht, das zu holen. Ich springe jetzt da mal rüber. Naja, war klar, dass ich da ein bisschen Schaden kriege. Nehme ich aber mal in Kauf. Erstmal einen Versuch wagen. Nur das Level mal angucken, wenigstens. Okay. Oh, oh, nein, 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 nein! Autsch! Ich möchte fast behaupten, das hat ein bisschen wehgetan. 63%. Naja, gut. Gibt Schlimmeres. Komm, Knecke. Käsestück 1. Okay. Ruhig. Ruhig. So. Hier meine ich ruhig. Was war das? Okay, ich sollte vielleicht doch ruhig machen. Hallo? Warum nehme ich denn da Schaden? Darf ich echt nicht so wild gegen das Ding hämmern? Ja, okay, jetzt. Ist es natürlich schon höchst unwahrscheinlich, dass wir das noch schaffen. Weil wir schon viel zu viel Schaden kassiert haben. Aber vielleicht kann ich mir trotzdem noch ein bisschen was vom Level angucken. Wie ich den Rest mache quasi. Käsestück 2. Ja, genau, das Knäckebrot hält sich für ein Baguette. Macht die Destruction, richtig. Wie geil ist eigentlich hier die Anspielung? Dawn of the Bread, Baguette of the Future. Wie geil ist das denn? Richtig nett. Gleich mal wegwerfen. Baguette to the Future. Ja, ich habe mir fast gedacht, dass das auch wieder zu viel ist. Aber hier zum Beispiel, wie will ich denn da hinkommen? Es kann mir keiner erzählen, dass er davon unten geht das bestimmt nicht. Ist das weich? Nimmt das Knäckebrot da drüben weniger Schaden? Nein. Tut es nicht. So, egal, im First Try 3 Käsestücke. Jawohl. Da war noch eins und da auf dem Tisch. Ich würde gerne sagen, ich lasse mich jetzt einfach nach unten fallen, aber das ist genau, da kommen wir gleich zu meinem nächsten Ärgernis. Wie lasse ich mich jetzt hier runterfallen, ohne dass ich viel Schaden kriege? Ja, seht ihr, das meine ich nämlich. Einfach mal gar nicht. Na gut. Das soll es erstmal gewesen sein mit dem Knäckebrot. Ich möchte mir die anderen Modi natürlich auch noch angucken. Wir werden natürlich, also ich habe zumindest vor, für dieses Projekt, für dieses Spiel, alles zu beenden. Nicht auf perfekt, aber zu beenden. Wir gucken uns als nächstes das Bagel Race an. Ich habe keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen kann, aber jetzt gibt's gleich Bagels.